Andrea hat Frühschicht. Doch eigentlich hat sie nur eins im Sinn. Sie braucht so schnell wie möglich Geld für die Limousine. So, einmal die Richtung. 18:40 dann. Ja. Hat sie denn geschmeckt? Ja, sehr gut. Gut. Stimmt so. Dankeschön. Schönen Tag Ihnen dann noch. Ja, gleichfalls. Auch wenn sie ihren Job damit aufs Spiel setzt. Andrea nutzt die Gunst der Stunde und steckt die Einnahmen in die eigene Tasche. Ja, okay, ist jetzt nicht so toll, dass ich im Restaurant klaue. Aber was bleibt mir denn anderes übrig? Ich will meine Freunde und die WG einfach nicht verlieren. Da ihr Trick so gut funktioniert, findet sie immer mehr Gefallen daran. Wir haben immer ein bisschen Plus und Minus bei uns in der Kasse. Da wird das bisschen, was ich jetzt eingesteckt habe, nicht so groß auffallen. In der Gastronomie ist es besonders leicht zu betrügen. Das liegt an dem schnellen und schlecht zu kontrollierenden Umgang mit Bargeld. Beim Kassieren, Bonieren, Geldzählen, Geldwechseln und Rechnung stornieren. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten zu betrügen und das hat Andrea ausgenutzt. Mit ihrem Handeln gefährdet sie allerdings ihren Job. Eine halbe Stunde später. Jeanette und Wendy bereiten sich auf das Treffen mit dem unbekannten Charlie vor. Sag mal, willst du so feiern gehen? Ja, ich meine, warum nicht? Ich weiß nicht, ich glaube, ich fände die Jeans ein bisschen billig. Ja, also ich mag's. Währenddessen. Andrea will nach Feierabend die letzten Details mit ihrem besten Freund Sandro besprechen. Immerhin soll der Abend ein Erfolg werden. Du, mehr als 120 Euro konnte ich jetzt nicht auf die Schnelle auftreiben. Ja, ist kein Problem. Ich kann den Rest notfalls dazu tun. Ganz sicher? Ja, klar. Ich habe das Geld gerade sowieso übrig. Also unangenehm ist es mir, aber wenn du es mir wirklich geben würdest, dann würde ich es nehmen. Was soll ich nur für Schuhe anziehen? Nimm doch die High Heels, die du letztens auch anhattest. Ich will dich eigentlich nur zu besonderen Anlässen anziehen. Ja, ist doch voll besonders. Ich meine, wir lernen Andreas Freund kennen. Haben wir sonst auch noch nie. Eigentlich hast du recht. Aber... Sag mal, weißt du, wo die sind? Hä, nö, die standen da doch immer, oder? Standen, genau. Du hast sie dir nicht zufällig geliehen? Guck mal, wenn ich schon solche Hosen anziehe, zieh ich dann deine High Heels an? Frag doch mal Andrea. Der Trampel und meine High Heels? Ich bitte dich. Ja, also ich geh mal meine Schuhe suchen und so und dann... Na gut, dann zieh ich die an. So ein Mist. Okay, ich habe die Schuhe fast nie getragen. Aber umso komischer, dass ich sie jetzt nicht finde. Aber du könntest dich vielleicht irgendwie anders mal revanchieren. Vielleicht gehen wir mal zusammen ins Kino oder was essen oder so. Lädst du mich gerade auf ein Date ein oder was? Ja, Date... Ja, na... Ja, ich meine, wir hängen immer nur in der Wohnung rum. Wir können doch auch mal rausgehen und ein bisschen unter Leute. Na gut, also recht hast du auf jeden Fall. Dann machen wir es einfach, ne? Wenn das alles vorbei ist. Ich bin echt froh, dass sie ja gesagt hat. Ich meine, ich dachte schon echt, ich mache mich da ein bisschen lächerlich. Aber wenn die Sache mit Charlie vorbei ist, vielleicht könnte ja aus uns doch noch was werden. Gut, dann gebe ich dir das Geld. Alles klar, ich schaue, ob ich was Passendes finde. Perfekt. Ja? Okay. Danke, ne? Junge Erwachsene verschulden sich häufig, weil der Druck im Freundeskreis hoch ist. Das neueste Handymodell muss her und auch Markenklamotten sind Pflicht. Jugendliche sind bereit, viel zu tun, um mitzuhalten und nehmen unter anderem auch Verschuldungen in Kauf. Bei Andreas ist es ähnlich. Auch sie steht unter hohem Druck, mitzuhalten mit ihren Freundinnen, die alle in festen Beziehungen sind und sie selbst ist Single. Zwei Stunden später ist es endlich soweit. Andrea und ihre Freundinnen warten auf den unbekannten Charlie. Sag mal, Andrea, du weißt nicht zufällig, wo meine anderen High Heels sind? Was habe ich mit deinen Pumps zu tun? Keine Ahnung. High Heels, und die waren sauteuer. Ja, sorry. Worauf warten wir hier jetzt eigentlich? Also Charlie hat auf jeden Fall eine Überraschung geplant. Es wird was Besonderes werden. Aber so genau weiß ich es auch nicht. Weißt du denn schon, wohin es geht? Ja, in die Piranha Bar. Oh, wie cool. Da wohnen Tim und Thorsten in der Nähe. Kann ich denen dann schreiben, dass die auch kommen sollen? Klar, kannst du machen. Dann lerne ich Charlie auch direkt kennen und so. Find ich gut. Super. Ich schreibe denen kurz, okay? Ja. Was macht dein Charlie eigentlich beruflich so? Der macht irgendwas mit Möbeln. Also sein Vater gehört ein Unternehmen und er übernimmt das jetzt. Okay, interessant. Wartet mal, Leute. Guck mal da hinten. Boah, das Auto ist ja mal echt krass. Dieser Charlie muss ein super Typ sein. Tim und Thorsten müssen den unbedingt kennenlernen. Ist das Charlie? Ach, Quatsch. Ich soll Ihnen das hier übergeben. Okay, danke.
ist irgendwie komisch jetzt, aber... Mal gucken, soll ich es mal vorlesen? Andrea, mein Schatz. Leider musste ich überraschend auf eine Geschäftsreise. Es tut mir sehr leid. Ich hätte deine Freundin so gern kennengelernt, aber das holen wir ganz bald nach. Damit ihr trotzdem einen tollen Abend habt, habe ich euch diese Limousine geschickt. Ich hoffe, sie macht euch Freude. Ich liebe dich, Charlie. Das ist schon schade, dass er jetzt nicht kommen kann, aber voll süß mit der Limousine. Ja, irgendwie ist das schon komisch. Ich finde das auch ziemlich merkwürdig. Aber egal, ich sitze vorne. Das Ganze stinkt zum Himmel. Jetzt sind wir kurz davor, ihn endlich mal kennenzulernen und dann schickt er uns nur diesen Brief. Auch wenn Charlie nicht dabei ist, die Mädels genießen die Fahrt und ihren Auftritt vor der Bar. Was ist das für eine krasse Karre? Hi. Hi. Na, alles gut? Alles gut. Und selbst? Ja, soweit. Hi, Schatz. Sag mal, wo ist denn Charlie? Der konnte leider nicht kommen. Ah, ich hätte ihn ja schon mal ganz gern kennengelernt. Aber ja. Er musste auf Geschäftsreise. Ja, ist jetzt nicht so gut gelaufen, aber wir machen jetzt einfach das Beste draus, okay? Mensch, du siehst aber auch heute heiß aus, hä? Hey? Ja. Ey, was soll das denn jetzt? Ja, was denn? Sieht sie doch auch, oder nicht? Ich bin deine Freundin. Findest du mich nicht heiß, oder was? Ja, ich meine... Sehe ich nicht gut aus, oder was? Schon, aber du siehst ja immer so gut aus, also... Sehr charmant. Richtig nett von Thorsten, aber das hätte er lieber nicht sagen sollen. Weil Janet ist jetzt richtig angepisst und der Tag ist dann gelaufen. Lass uns jetzt reingehen. Eifersucht und Neid sind zwei Emotionen, die keine Freundschaft ertragen kann. Janet ist eifersüchtig auf Andrea, da sich ihr Freund Thorsten für sie einsetzt. Außerdem ist auch Janet neidisch auf Andreas unbekümmerte Art und den scheinbar wohlhabenden Freund. Wenn Janet das nicht erkennt und sich nicht schleunigst in den Griff bekommt, hat die Freundschaft zwischen Janet und Andrea keine Chance mehr. Am nächsten Morgen. Es herrscht Katerstimmung. Janet ist immer noch eifersüchtig und lässt ihren Frust an Andrea aus. Andrea, wir müssen mal reden. Okay. Hast du Zeit oder musst du zur Arbeit? Nee, ich hab frei heute. Guck mal, wir haben diesen Charlie jetzt immer noch nicht kennengelernt. Was ist das denn für ein Typ? Ja, wir lieben uns, wir sind zusammen, ist mein Freund. Hab ich dir doch erzählt. Ja, und irgendwie glaube ich dir genau das irgendwie nicht so wirklich. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du noch Single bist und hier irgendwie nur eine Masche abziehst. Benny und ich haben uns auch überlegt, dass wir eigentlich gerne mit unseren Freunden zusammenziehen würden. Allerdings geht das nur, wenn du hier ausziehst. Das ist euer Ernst jetzt gerade. Ihr wollt mich also rausschmeißen, nur wegen euren Typen jetzt? Du bist also der gleichen Meinung, Benny, oder was? Ja, also am Anfang habe ich echt gedacht, das wäre vielleicht die beste Lösung für uns. Aber ich meine, wenn du jetzt auch Charlie hast, vielleicht finden wir was anderes. Ich meine, wir können uns vielleicht auch was Größeres suchen, wo wir alle zu sechs reinpassen würden. Was soll das denn jetzt? Warum fällt mir denn jetzt in den Rücken? Ja... Ich meine, wir können doch auch gucken, dass wir uns alle drei wohlfühlen, oder? Also, das ist doch kein Problem. Thorsten und Tim verstehen sich aber auch super. Da passt ihr Freund doch auch nicht rein, falls sie denn wirklich einen haben sollte. Oh, Janet, das ist echt nicht dein Ernst, oder? Weißt du, Janet, ich werde dir noch beweisen, dass Charlie existiert, okay? Okay, dann kriegst du eine letzte Chance. Stell uns Charlie innerhalb der nächsten drei Tage vor. Ansonsten machst du das mit der WG okay, und du werde ich machen. Kein Problem für mich, Janet. Und noch viel Spaß mit eurem Frühstück. Janet ist immer gleich so hart. Das ist echt assi von ihr. Lang lasse ich mir das auch nicht mehr gefallen. Das war jetzt aber echt ein bisschen gemein, oder? Vielleicht haben wir... Das stimmt doch. Mir reicht's jetzt. Und auf Wendy ist null Verlass. Andrea fliegt auf jeden Fall. Aber vorher will ich noch diesen Charlie kennenlernen. Andrea fühlt sich von ihren Mitbewohnerinnen ausgeschlossen und hat deshalb Fake-Freund Charlie erfunden. Ihr bester Freund Sandro ist eingeweiht. Also langsam halte ich es wirklich nicht mehr zu Hause aus, weißt du? Also Janet, die geht mir so auf den Sack und ich muss ihr unbedingt beweisen, dass Charlie existiert. Weißt du, wie bescheuert sich das anhört? Ja, aber es ist einfach so. Ich habe so das Gefühl, dass Janet irgendwie eifersüchtig ist, nur weil ich so gut mit Thorsten befreundet bin. Also ganz komisch irgendwie. Ja, okay, ich meine, wenn sie sich so benimmt, da hast du schon irgendwie recht. Also wie gesagt, ich muss irgendwoher einen Charlie herbekommen. Und ich habe mir irgendwie gedacht, wie wär's mit Begleitservice? Meinst du einen Callboy? Ach Quatsch, das ist... Kein Callboy, das ist ein Begleitservice. Ich meine, da ist doch nichts Schlimmes dabei. Ich habe mich definitiv dazu entschlossen, die WG zu verlassen. Aber vorher werde ich Janet noch den tollsten Charlie der Welt vorstellen. Aber du weißt schon, dass sie ganz schön teuer sind, oder? Ja, aber ich weiß auch, dass wir jeden Monat 150 Euro in die Haushaltskasse stecken. Und da ich eh keinen Bock mehr auf Janet habe, glaube ich, werde ich das Geld daraus holen. Ja, aber du kannst den Mädels doch nicht einfach ihr Geld klauen. Klar kann ich das machen. So wie die mich behandelt, da werde ich es richtig zeigen, ganz ehrlich. Ich nehme das Geld. Ja, okay, wenn du meinst. Ich verstehe Andrea ja und ich werde sie auch weiter unterstützen, aber diesen ganzen Stress hätte sie sich auch sparen können. Ich meine, ich wäre super gerne ihr Freund.
Spät am Abend. Andreas Mitbewohnerinnen Wendy und Janette schlafen bereits. Und Andrea will die Gunst der Stunde nutzen. Währenddessen bekommt Sandro in seiner Wohnung kein Auge zu. Seine Gedanken kreisen um seine heimliche Liebe Andrea. Also ein schlechtes Gewissen habe ich definitiv nicht. Die Mädels haben mich so schlecht behandelt, da kann ich mal ruhig ein bisschen Geld aus der Kasse nehmen. Sandro fasst noch in der Nacht einen Entschluss. Inzwischen hat Andrea mehr Schulden, als sie monatlich verdient. Es wird schwer werden, davon schnell wieder runterzukommen. Außerdem hat sie sich durch den Diebstahl der High Heels und der Haushaltskasse in der WG in eine schlechte Position gebracht. Diebstähle wären auf jeden Fall ein Grund für eine fristlose Kündigung. Wenn Janette es darauf anlegt und die Diebstähle beweisen kann, bekommt sie Andrea auf jeden Fall sofort aus der WG. Sandro verletzt das falsche Spiel um Charlie mehr und mehr. Er will dem Versteckspiel endlich ein Ende setzen. Lieber Andrea, es tut mir sehr leid, was du mit deinen Freundinnen durchmachst. Du musst wissen, dass ich immer für dich da sein werde, wie ich auch bei der Sache mit deinem gefakten Freund Charlie für dich da war. Du bedeutest mir wirklich unendlich viel und das nicht nur als Freundin. Ich wäre gerne mehr für dich als nur ein Freund. Ich empfinde mehr für dich. Ehrlich gesagt, habe ich mich in dich verliebt. Dein Sandro. Mir lässt die Sache mit Andrea einfach keine Ruhe. Ich kann ihr nicht sagen, was ich für sie empfinde, aber schreiben kann ich es.